Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein, The Old Blood. Ja, wir sind in der Ausgrabungsstätte und haben hier zwei Signale, die wir erstmal auf jeden Fall erledigen müssen. Okay, dort oben ist auf jeden Fall einer. Okay, ein Signal haben wir ausgeschaltet. Na toll. Jetzt ist natürlich nicht mehr so heimlich hier. Das ist natürlich... Oh Gott, da hinten sind ja auch noch welche. Ja, die verwandeln sich alle hier. Großartig. Naja, immerhin haben wir ja einen ausgeschaltet. Den Kommandanten, ne? Natürlich nur den anderen finden. Okay. Wo ist der andere Kommandant? Ist der andere Kommandant. Okay, wir brauchen ein bisschen Munition. Komm mal her, Kommandant. Okay, da ist noch so ein... Da ist noch so ein Vetter. Wo ist der scheiß Kommandant? Den muss ich auf jeden Fall ausschalten, sonst holt er immer mehr Verstärkung her. Okay. 15, 16. Der wird doch nicht hier drinne sein. Okay. Den haben wir weg. Dann nehmen wir ein bisschen Energie. Ein paar Sachen. Oh, was haben wir hier Schönes? Helgas Tagebuch. 6. Eintrag. Freitag, 15. März. Lieber Vater. Mhm. Ich bin mir echt nicht sicher, was Helga hier sich erhofft zu finden. Okay, kann man eine Karte mitnehmen? Jawohl. Was ist das für ein Ding hier? Erneute Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Tierstark? Ja. Komische Kiste. Jojo. Okay, die Ausgrabungsstätte ist ziemlich groß. Wir müssen irgendwo dorthin. Bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, hatten Sie von einer Karte gesprochen, richtig? Ich denke schon, ja. Gut. Warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihres. Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit. Mhm. Also, komm, erzähl mal hin, ich muss weiter. Es ist schon längere Zeit aufgefallen, dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Immer wenn ich die Taste drücke, gab die Orgel ein seltsames, pfeifendes Geräusch von sich. Mehrere Kirchenbesucher hatten sich deswegen schon bei mir beschwert. Als ich dem Priester davon erzählte, sagte er, dass es nicht auffallen würde und ich mir keine Sorgen machen bräuchte.
Irgendwie kam mir das seltsam vor und ich wurde misstrauisch. Der Priester stammte aus einer Familie mit weit zurückreichenden Verbindungen zu Wolfsburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Ich wusste, dass er Geheimnisse von Wolfsburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Er griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs und ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Gräber der Ritter von König Otto auszuheben. Neben dem Loch war ein Erdhaufen aufgeworfen und er grub immer weiter, bis sein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter. Dabei entdeckte er mich. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hätte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen und alles würde gut. Dann nahm er einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ach du Scheiße. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott, ich kann es immer noch spüren. Beruhigen Sie sich, Michael. Beruhigen Sie sich. Niemand wird Sie deshalb beschuldigen. Das war natürlich Notwehr. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und ich hob den Stein auf, mit dem er mich töten wollte, und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Dann verwandelt er sich, oder? Ich hab die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihn immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegte. Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte. Das ist krass. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Orgel geholt hatte, und ging nach Hause. Ich wollte gar nicht schießen. Erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Ruine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr zu der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Du wirst nur getötet. Ich denke, dass sie dafür zu krank sind. Aber das muss natürlich ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um ihre Lage zu verbessern. Tja. Sagte Helga. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Okay. Munition.
Ich glaube, ich muss hier hoch eigentlich. Aber ich kann mich ja noch dort drüben noch ein bisschen umsehen, oder? Da gibt es ja bestimmt auch noch irgendwas zu entdecken. Hier geht es auch gar nicht weiter. Okay. Gut, dann können wir ja nur noch da oben durch. Uah. Nicht runterfallen. Okay. Naja, dann wollen wir mal den Strom abschalten und weitergehen. Wonach buddelst du hier, Helga? Tja, das ist die Frage, ne? Wonach buddelst du hier, Helga? Okay, die verwandeln sich trotzdem alle in Zombies. Krass. Voll eklig, die Viecher. Rüstung gibt's hier ohne Ende. Munition auch. Okay. Hier rennt irgendwas Großes rum. Hier rennt irgendwas Großes rum hier drinnen. Okay, das ist so ein... Das kann ich nicht zerstören. Noch eine Karte. Und der kommt hier zurück, ne? Ach, kann ich nicht den sein Ding ausschalten hier? Nee, das geht nicht, das ist kaputt. Okay. Okay. Zwei Schuss und der fliegt in die Luft. Sehr gut. Nehmen wir den seine Waffe mit. Komme ich nicht durch? Na gut. Wo müssen wir dann lang? Weiter nach unten. Okay. Aber was soll dieser Wahnsinn? Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide. In die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. Tja, und schon wieder ein Signal entdeckt. So ein Mist. Okay. Okay, weg hier. Okay. Der Kommandant ist aber immer noch irgendwo hier. Ja, die kannst du wechseln, das ist alles gut. Verschwinde. Nichts mit Verstärkung. Brauch den Mist. Das Mistvieh. Okay, da komme ich durch. So, doch den Kommandanten finden. Okay, Kommandant.
Meine Fresse, wo ballern die denn alle hier noch? Uiuiui, okay. So, du bist weg. Es kommt auf jeden Fall keine Verstärkung mehr. Hier liegt noch ein bisschen Gold rum. Okay, kann man das lesen? Notiz von Rudolf, Archäologe der Spezialeinheit. Okay. Aber wo sind hier noch Gegner? Diesen fetten nicht platt hier. Okay, Munition nehmen wir mit. Wir müssen ja sowieso durch die Tür, ne? Jetzt haben wir aber erstmal alle, die jetzt hier sind, platt gemacht. Okay, was gibt's hier? Hier hätte ich mich auch schleichen können. Schleichend fortbewegen können. Okay, gut. Munition nehmen wir natürlich alles mit. Hier haben wir noch ein bisschen Leben, aber ich brauche Rüstung unbedingt. Ich brauche unbedingt Rüstung. So. Da sind wir voll, das nehmen wir auch mit. 40 ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber hier von dem Dicken kann ich noch ein bisschen was einsetzen. Okay. Ah, die Waffe kann ich... Ah, die kann ich eh nicht mitnehmen. Ich muss ja die Tür aufmachen. So ein Mist. Das ist natürlich richtig ärgerlich, ne? Was suchst du? Tja, die kann ich nicht mitnehmen. Schade. Okay, auf wen ballern die hier? Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Oh, was haben wir hier noch? Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit, schon wieder. Haben die Vorkammer zu der Schatzkammer gefunden. Okay. Ach du Scheiße. Hässlichen Zombies. Okay, ich sollte vielleicht doch eine andere Waffe nehmen. Jetzt habe ich hier gegen die Zombie-Viecher ja gar keine Chance. Hier haben wir noch eine Notiz. Notiz von Eberhard, Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte. Mhm. Männer sind mit einem Fluch belegt. Tja, ihr wolltet doch hier runter, nicht ich. Ihr wolltet hier runter. Okay. Da geht's noch weiter nach unten. Soll ich da wirklich rein? Na toll, jetzt quetsche ich mich hier durch. Großartig. Oh, geheimen Bereich entdeckt. Hier kann ich wieder schlafen. Okay. Werden wir im nächsten Part machen, denke ich. Was werden wir im nächsten Part machen? Und dann gehen wir da weiter. Gut, dann beginnen wir im nächsten Part wieder mit einem Albtraumlöffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung. Und dann geht's weiter mit Wolfenstein The Old Blood. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.